Wir sprechen jetzt mit Maximilian Gunkel im Rahmen der Rotax Grand Finals in La Conca. Maximilian ist der Vizemeister der deutsch-österreichischen RMC 2010. Maxi, wie war die Saison für dich dieses Jahr? Es war eine sehr gute Saison, doch so zwei, drei Punkte waren halt schon etwas schlechter, kann man so sagen. In Wackersdorf habe ich leider gepatzt, habe 10 Sekunden bekommen. Das hat mir halt den kompletten Gesamttitel versaut, kann man so sagen. Versaut. Aber es hat immerhin gereicht, um Vizemeister zu werden, und es hat dich auch zum Weltfinale hier nach Italien gebracht. Du bist das erste Mal dabei. Wie sind deine Eindrücke? Es ist eine sehr große Veranstaltung hier. Es sind sehr viele gute Fahrer da und man muss schon sagen, die sind auch nicht so langsam. Du fährst im Feld der Senioren mit. Wie bewertest du da so die Konkurrenz? Hast du irgendwelche Probleme, Schwierigkeiten oder läuft bis jetzt alles rund? Also bei der Konkurrenz, die sind schon sehr stark, wie gesagt. Und ja, ich hatte halt vorher Motorprobleme, konnte es halt nicht so direkt einschätzen, wie man das so jetzt sagen sollte. Und ja. Du bist dennoch optimistisch? Ich bin mir nicht so sicher, kann man so sagen. Hast du dir noch ein Ziel gesetzt für dieses Wochenende? Auf jeden Fall ins Finale kommen, das steht fest. Wie schaut es mit dem nächsten Jahr aus? Gibt es da schon Planungen bei dir? Nein, es gibt noch keine Planung. Denn wir wissen noch nicht nach dem Grand Final, was wir machen. Und, mal schauen nächstes Jahr. Ich bedanke mich.